Hi Leute, heute geht's um den 12-jährigen Glengoyne, Single Malt Scotch Whisky. Die Brennerei liegt an der untersten Kante der schottischen Highlands und Glengoyne ist nicht groß, aber dennoch wird hier in den Highlands destilliert, aber teilweise in den Lowlands gelagert und das quasi auf dem gleichen Grundstück. 1833 gegründet, wobei es mit dem finalen Namen Glengoyne eigentlich erst viel später losging. Heutzutage gehören sie zu Ian McLeod Distillers und Glengoyne findet man in diversen Blended Whiskys wie zum Beispiel Famous Grouse und Cutty Sark. Die Distillerie ist recht klein, aber wohl malerisch, denn sie ist eine der meistbesuchten in Schottland. 3 Brennblasen sind zu sehen, darauf werden pro Jahr ungefähr 1 Million Liter produziert. 0,7 davon habe ich jetzt hier, der 12-jährige Single Malt, abgefüllt mit 43 Volumenprozent. Und wie der so riecht und schmeckt, dazu kommen wir jetzt. Willkommen zu einem weiteren Whisky Tasting mit unseren Vollprofis Prometheus und Konrad. Apfel in Rot, honigsüß, Creme Brûlée mit einer Zitrone obendrauf, Alkohol ganz weich, extrem rund, Orangenmarmelade auf frischem Toast. Toll! Ja, gut verpackt, aber auf den ersten Blick unspektakulär, nichts sticht so wirklich heraus. Wahnsinn, wie smooth der riecht. Ganz fein. Ja, die Highland-Kante fehlt aber. Cheers. Eiche und damit Gewürze. Wie Pfeffer, Kardamom und Vanille. Kakao und etwas Malz. Herb und süß. Am Anfang ein bisschen flach, aber dann kommt da schon was, ja. Lebkuchen. Alles bleibt doch recht lang. Ich finde ihn richtig gut. Ist easy drinking, das sollte man vorher wissen. Aber kann man machen. Das war die knallharte Analyse unserer Experten Prometheus und Konrad. Und wie immer kommt schon bald die nächste. Konrad. Die nächste. Nee, nochmal. Gut verpackt. Eiche und damit Eiche? Was? Oh, warte. Aber auf den ersten Blick über... Jetzt. Nehme ich einfach.